Georg Hornemann, bekannt als Juwelier aus Düsseldorf, Goldschmied, aber auch international anerkannter Künstler. Sie haben jetzt Ihre erste Ausstellung in einem Skulpturenmuseum in Duisburg, im Lehmburg-Museum. Sagen Sie einfach mal, wie ist so Ihre Gefühlslage im Moment? Ich bin sehr erfreut, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, in diesem für mich wunderbaren Museum ausstellen zu dürfen. Und dafür danke ich Herrn Raimund Stecker sehr. Abgesehen davon, wir haben jetzt einen Rundgang durch Ihre Exponate gemacht. Die fallen auf durch eine große Filigranes, durch sehr viel Liebe zum Detail. Erzählen Sie uns, ich sage einfach mal, Künstler wird man nicht, Künstler ist man wahrscheinlich schon immer, aber für Sie stand trotzdem vorher das Handwerk im Vordergrund, wie Sie uns vorhin verraten haben. Absolut ist das Handwerk für mich der Ursprung, um überhaupt in diese Richtung arbeiten zu können, wie Sie schon sagten, das Filigrane noch mehr auszuarbeiten. Dazu bedarf es einer wirklich grundsätzlich guten, sehr, sehr guten Handwerksausbildung. Und dieses Handwerk mitzunehmen in den Bereich seiner Fantasie oder der Kreativität, die man dann entwickelt, kann man diese Dinge dann gestalten, die man sich vorher erdacht oder erzeichnet oder erträumt. Was treibt Sie besonders an bei der Motivauswahl? Man sieht beispielsweise sehr viele Skelette, man sieht Schädelformen, man sieht aber auch Sachen, die so mythologisch anmuten. Was treibt Sie an? Wo finden Sie Ihre Motive? Die Mythologie ist schon der richtige Ausgangspunkt, um das jetzt mal so zu formulieren. Des Weiteren steckt sehr viel Poesie dahinter. Poesie und Sinnlichkeit. Aber es endet immer wieder im Mystischen. Also das ist ein Bereich, der für mich unergründlich ist. Also mit anderen Worten, Sie können sich da so richtig ausleben. Das ist zum Beispiel, das ist ein Punkt, der wahrscheinlich nie zu Ende geht, weil die Mythologie und das Ranken um bestimmte Geschichten ein unendliches Gebiet ist. Jetzt haben wir hier eine Situation, die auch nicht ganz gewöhnlich ist. Wir haben hier eine spezielle Raumarchitektur im Lehmburg-Museum, die, ich sag mal so in Anführungsstrichen, mal eben zwischen der großen knienden Ausstellung und dem kurzfristig dahinterliegenden Beginn Ihrer Ausstellung aufgebaut wurde. Auch in sehr viel Kleinarbeit, in sehr viel Detailarbeit. Ich habe diese Aufbauarbeiten so ein bisschen beobachten dürfen. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Ich finde, das ist eine hervorragende Architektur, die hier entstanden ist mit Diskussionen mit den Architekten Herrn Kröger, und es ist handwerklich von dem Schreinermeister Herrn Mielke hervorragend umgesetzt worden, was ich nur bewundern kann. Und es ist das entstanden, was ich mir sehr so vorgestellt habe, ne? Dass man diese kleinen Objekte in eine Architektur komprimieren kann und sie richtig zur Geltung bringen kann. Vor allen Dingen, man muss sagen, ich meine, man bekommt zwar filmisch schon einen Eindruck, aber das muss man selber erleben und selber spüren, weil diese Atmosphäre ist wirklich eine ganz besondere. Das sollte es auch sein. Herr Hornemann, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen.